Mads Mikkelsen? Ein ganz großer Star. Ich bin wirklich sehr glücklich, dass sich Mads Mikkelsen bereit erklärt hat, hier ein Projekt beizusteuern zu Art and the City. Hat für Art and the City die Landkarte sozusagen von Zürich West gezeichnet. Mads Mikkelsen ist jemand, der sich auch mit Karten beschäftigt, mit der Kartografierung von Städten, von Landschaften, sich Gedanken über utopische Städtebilder macht, ganze Kommunikationssysteme auch schon entwickelt hat, die eigenständige Codes und Zeichen beinhalten. Und er hat hier für Zürich West eine ganz eigene Karte entwickelt, die man überall in den Zürcher Trams, der VBZ auch immer wieder angeboten bekommt und die in der Tagesanzeigerbeilage auch Bestandteil des ganzen Projektes sind.